Und damit hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von eurer Gameplayerin. Diesmal bei Subnautica Below Zero. Ich werde jetzt mit euch ein neues Spiel starten. So, was haben wir denn hier? Einmal Überleben, freies Spiel, Hardcore und Kreativ. Bei Überleben haben wir alles drin. Freies Spiel hört sich gut an. Das ist genau wie Überleben, aber ohne Hunger und Durst. Bei Überleben ist halt fehlgeschlagene Außenmissionen, Rohstoffe benutzen und so weiter. Also das ganz normale Spielen. Hardcore, da hat man nur ein einziges Leben. Oh, keine Sauerstoffwarnung. Und kreativ, klar, da hat man komplett keine Einschränkungen auf nichts. Ja, ich würde jetzt freies Spiel bevorzugen, weil mich das mit dem Hunger und Durst eigentlich immer schon dermaßen angekotzt hat. Und das ist ja das gleiche Überleben, also von daher nehme ich einfach mal das. Okay, also auch nach einem halben Jahr oder wie lange das jetzt auch immer draußen ist, kann wohl noch was verändert werden, steht hier dran. Es ist ja nach so langer Zeit immer noch im Early Access drin. Okay. Drücke Tab, okay. Bewegen kann ich mich noch nicht. Ah, jetzt kann ich mich endlich bewegen. Okay. Also. Oh, wir haben ein eigenes Aquarium. Sehr cool. Also sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Bewerbungsgespräch. Okay, da kann ich nichts nehmen. Soll das jetzt ein Bild sein? Vielleicht von mir? Was ist das? Achso, ich kann mich hinsetzen und dann kann ich dieses schöne Zimmer einmal angucken. Aufstehen mit E. Okay, mit E arbeite ich sonst nie. Hallöchen, ihr seid aber komische Fische. Ja, dann wollen wir mal schauen. Also ich habe wirklich noch nie zuvor Subnautica gespielt. Und muss zugeben, dass ich immer so ein bisschen... Ja, Schiss will ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen Respekt davor hatte, weil immer diese komischen großen Fische kamen, die wirklich jeden YouTuber irgendwie erschreckt haben. Also ich habe mir Subnautica an sich noch nicht angeguckt, aber ich habe mir mal diese zusammengeschnittene Szenen angeguckt, wo die Leute dann halt wirklich schreien, wenn die... Ach, es sieht aus wie das Schlafzimmer. Oh, hallo Katze. Wenn die Leute anfangen zu schreien, wenn... so diese Horrorfische irgendwie auf die zukommen. Daten-Downloads, Wochenbericht, okay. Hier kann ich auch nichts machen. Also viel machen kann ich jetzt offensichtlich erstmal nicht. Entweder das oder ich muss erstmal woanders hingehen. Das hier scheint so eine Art Aufenthaltsraum zu sein. Oh ja, ich hätte gerne die Chipspackung, bitte. Nee, das ist das... Ja, Labor, würde ich mal fast sagen. Mit einem schicken Aquarium wieder. Ich finde die Fische irgendwie total cool. Machen kann man hier auch nichts. Okay. Da auch nicht. Hier kann man mal rausschauen. Ah, die haben so Kampfanzüge oder was das ist. Ich sag jetzt mal Kampfanzüge. Kann man natürlich auch als Arbeiteranzüge benutzen. Ich weiß ja nicht, wie es hier gehandhabt wird. So, mal schauen. Kann man hier durchgucken? Auch nicht. Okay, also ich denke mal, hier drin wird man wohl eher nichts machen. Ich weiß aber nicht, ob und wenn ja, wie wir dann da rauskommen. Hier vielleicht noch? Da auch nicht. Kein Signal. Ja, ich befürchte, dass eins dieser komischen Riesenviecher demnächst auf uns zukommen wird. Ah, so kommt man raus, okay. Ist mir nicht zu kalt. Habe ich irgendwas an? Ich weiß nicht, vielleicht laufe ich auch nackt rum, keine Ahnung.
Ich sehe mich ja leider nicht. Also das ist ein bisschen nervig hier, dass das Ego-Perspektive ist. Und man weiß auch gar nicht, Station wie man Zero, this is aussieht. Vesper, come in. Hi Sam. We lost contact with Jeffries up at the research site. Okay, I'll check it out. Understood? You know, the formal bit's cute, but we've shared a womb. Would it kill your career to act like we'd met before? Robin, you know these conversations are monitored. I don't care who knows it's cute. I've been here 2 weeks, we've hardly spoken. Because you went straight to the planet. Find Jeffries, chat later. Yes, Mom. Beschädigter Krebs, okay. Also irgendwas von Jeffrey sollen wir finden. Und offenbar sind wir eine weibliche Person, was ich schon mal sehr gut finde. Ich frage mich nur, ob ich hier nicht irgendwie... Ob mir das nicht zu kalt ist, dass ich hier draußen bin. Sieht jetzt auch ein bisschen komisch aus mit dem Anzug. Hier kann man auch nichts machen. Aber ich muss irgendwas von Jeffrey finden. Also gehe ich nochmal rein. Moment, mit Tab konnte man noch irgendwas. Inventar, Bilder, Sprachaufzeichnungen. Achso, ich soll das Jeffreys finden, so wie es aussieht. Okay, wo soll ich das finden? Wie soll ich das finden? Direktnachrichten? Hintergrund, Tochter einer alleinerziehenden Mutter. Also ihr könnt euch das ja gerne durchlesen, wenn ihr das wollt. Ah, das ist scheinbar die, mit der ich gesprochen habe. Okay, Bauplanlizenz. Vesperstation. Baupläne. Baupläne Handscanner. Okay, da wird es schon langsam interessant. Anscheinend habe ich die Baupläne dazu schon hier, hoffe ich zumindest. Luftpumpen. Reparaturwerkzeug, das hört sich auch schon mal gut an. Universalschutzanzug, oh, den würde ich gerne herstellen. Du trägst derzeit den US-Anzug Modell 2, eine hermetisch versiegelte persönliche Schutzkleidung, entworfen, um den extremsten Bedingungen im bekannten Universum zu widerstehen. Arbeite darin, iss darin, schlafe darin, mach darin, was du willst, erhöht dich ein. Aber die Knie sind offen, hä? Eingebauter Kommunikator, kompatibel, ups, mit einer Reihe von Zubehör, schlankes Design. Okay. Das heißt, ich werde dann wohl auch nicht von der Kälte sterben. Also so verstehe ich das jetzt hier. Von wegen extremster Bedingungen. Basisinstallation. Ein Aquarium. Fabrikator. Konstruktionswerkzeug. Okay. Solarmodul. Kann man nicht runterscrollen. Fahrzeuge gibt es wohl auch. Das ist ein Fahrzeug, okay. gibt es noch einen Seegleiter? Ach, das Ding habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Datendownloads. Bewerbungsgespräch. Ja gut, das Bewerbungsgespräch brauchen wir jetzt nicht. Wochenbericht brauchen wir jetzt auch nicht. Okay, also hier, oh. Hier ist jetzt nicht wirklich was Informatives bei. Das heißt, ich denke, ich muss wieder raus. Ich habe mir meinen universalen Schutzanzug an. Also sollte mir ja nichts passieren. Die Frage ist jetzt nur, wo ich hin muss. haben wir eigentlich so eine Art Map? Nee, unter M ist nichts drin. Also hier kann man auf jeden Fall runter.
Auto. Wahrscheinlich können wir das auch wieder nicht benutzen. Nee. Ach, wie geil. Was ist denn mit dir passiert? Oh. Entschuldigung. Ich habe gedacht, ich könnte davon was mitnehmen. Ah, kann ich nichts von einsammeln? Schade. Na gut. Irgendwie habe ich hier eine ziemlich schlechte Sicht, würde ich mal sagen. Weil mein Schutzanzug schon wieder so komisch am Frimmeln ist da. Oh, was sind das denn für schöne Blumen? Kann man die irgendwie analysieren oder anfassen oder so? Auch nicht. Ich höre einen Herzschlag. Heißt das jetzt, hier kommt irgendwas Gefährliches? Guten Tag. Ich weiß nicht, ob die so nett sind. Irgendwie kommt ein komisches Geräusch, wenn ich in der Nähe dieser Pflanzen bin. Ich gehe mal einfach weiter. Also es sieht schön aus, aber irgendwie kommen mir diese Pflanzen doch ein wenig unheimlich vor. Zumal die sich immer so runterdrehen. Was ist das? Kann man nichts mitmachen? Irgendwie hört sich das komisch an hier. Wow. Okay. Ist das jetzt eine Forscherstation hier? Auf jeden Fall ist hier aber Licht reingemacht. Da hinten geht es auch nochmal rum. Okay. Hier kann ich wieder nichts gebrauchen. Kaffee! Mal noch nicht bei Kaffee vergönnt man hier ein. Was? How do you know my name? I come in peace. Sam, the building just powered up. It spoke to me. Are you safe? It's never done that before. I'm fine. No sign of Jeffries. I've got an electrical storm on the sensors. I think it's already here. That cabin isn't stable. I want you to get back to... Sam? Damn it! Okay. Die Höhle ist nicht stabil. Okay, ich kann aber die Tafel nicht einsetzen. Hallo? Hallo? Also klicken oder gedrückt halten nimmt er nicht an. Was habe ich denn jetzt eben bekommen? Ich habe doch irgendwas... ja. Einen Schutzanzug kann ich jetzt nicht ausrüsten. Ich habe doch gerade irgendein Gerät bekommen. Also, was ist jetzt besser? Zurückgehen oder nach vorne gehen? Also, die Höhle sieht mir jetzt nicht so gut aus. Okay, da komm ich nicht rum. Ich probiere es mal hier. Oh, ob das so eine gute Idee ist, ich weiß es nicht. Okay, ich komme hier nicht hoch. Kann man nicht klettern oder so? Auch nicht. Springen? Ich kann springen. Aber nicht hoch genug. Okay.
Ein Blitz schlägt doch niemals zweimal an der gleichen Stelle ein, oder? Ja. Eieiei. Liebes Gewitter, braves Gewitter. Du willst mich nicht killen, oder? Oh, ich glaube, das war ein Doch, ich will. Eieiei. Ich glaube, der Rückweg ist versperrt. Okay. Und nu? Hilfe! Ich komme ja nicht mehr raus. Ja. Und nu, das ist jetzt eine gute Frage. Rechte Taste kann ich auch nichts mitmachen. Linke Taste. Kann man denn irgendwas sehen? Moment, Einstellungen. Tastatur. Springen. PDA ist Tab. Ja gut, das weiß ich. Dekonstruieren ist Q. Okay. Was auch immer das sein soll. Werkzeugfunktion ist F. Okay, ich schreibe mir das mal eben auf. Also dekonstruieren ist Q, Werkzeug ist F. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob ich jetzt standardmäßig schon Werkzeug dabei habe. Das ist alles klar. Okay. Also Q. Mit Q passiert gar nichts. Mit F passiert auch nichts. Ja gut, hat mir jetzt nicht so wirklich weitergeholfen. Aber laufen kann ich, das stimmt schon. Ja. Dann bin ich jetzt schon mal in der ersten Sackgasse. Das ist doch lustig. Kann man hier irgendwie... Ja, kann ich sonst auch nichts machen? Ich muss da doch irgendwie durchkommen. Aber ich habe keine Tafel, die ich einsetzen kann. Und... Der Rest funktionieren auch nicht. Ich probiere nochmal da durchzugehen. Aber tja, meine Freunde. Ich glaube, wir sind jetzt hier drin gefangen. Und werden hier jämmerlich kaputt gehen. Ich guck nochmal eben hier in der Ecke. Ansonsten... Kann man auch nirgendwo hoch, ne? Hat sich festhalten oder so kann man auch nicht. Also springen kann ich, aber festhalten kann ich mich nicht. Das ist jetzt das große Problem. Ja, also würde ich mal sagen, dass ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut mache und mich noch mal ein wenig umschaue, damit das für euch jetzt nicht zu langweilig ist, weil ich denke, ich habe hier irgendetwas übersehen vielleicht. Und ja, dann würde ich sagen, dass wir den Rest dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.